Ein stabiler Mobilfunk zur Steuerung von Drohnen. Wichtig in Katastrophenfällen wie hier nach dem Vulkanausbruch auf La Palma vor 2 Jahren. Drohnen suchen nach Schäden, geben Helfern in sicherer Entfernung wichtige Hinweise. Solche Einsätze, ein wichtiges Thema auf der Mobilfunkmesse in Barcelona. Drohnen oder Ballons in 20 Kilometern Höhe sollen künftig mit Antennen ausgestattet Mobilfunk möglich machen. Wenn Sie an schlimme Katastrophen denken, wie die, die wir im Ahrtal hatten, kann man dann tatsächlich breitbandige Verbindungen bereitstellen durch eine Kombination aus verschiedenen Technologien, insbesondere auch dann, wenn die Stromversorgung auf der Erde zerstört ist. Diese Technik könnte auch Menschen mit Maschinen verbinden. Nicht nur zum Spaß, sondern ebenfalls bei Unglücken. Menschen können Roboter von einem sicheren Ort kontrollieren. Und der Roboter geht dahin, wo es gefährlich ist. Ein denkbarer Einsatzort, wiederum die Kanareninsel La Palma, wo Feuerwehrleute nach dem Vulkanausbruch noch immer giftige Gase messen.